Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video meiner Serie von Silber zu Global, die sozusagen Tutorial-Serie, wie werde ich in CSGO besser. Heute fangen wir in der zweiten Folge mit der T-Piss-Round an, ja. Letzte Folge hatten wir die CT-Piss-Round, was sollten wir da machen? Heute die T-Piss-Round. Ich werde euch ein paar Taktiken erläutern, was sollte man in der T-Piss-Round beachten und so weiter und so fort, ja. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dem ganzen, obwohl davor noch kurz zwei Sachen, zum einen mal die Sache mit den Begriffen, ja, ich verwende in meinen Videos sehr viele CSGO-Begriffe, dazu wird in den nächsten Tagen oder Wochen ein Video kommen, dazu haben sich in dem letzten Video sehr viele Leute ein Video gewünscht, ja, kommt vielleicht in den nächsten Tagen, könnt gerne mal Begriffe auch in die Kommentare schreiben, die ich dann näherweise erklären sollte, wenn ihr zum Beispiel neu in CSGO seid. Und zweitens, ja, die Serie ist ja von Silber zu Global, manche Leute haben gesagt, okay, Marc, du bist ja LEM, du bist ja gar kein Global, aber trotzdem macht ihr die Serie und nennt sie so. Ich rede in dieser Serie immer vom Optimum und da bei mir in den Games auch nicht immer sozusagen das Optimum stattfindet, ist natürlich auch so, dass ich möglicherweise gern Global bin, ja. Ich rede hier aus meiner Sicht zumindest mal von den besten Sachen, die man eben in der T- oder CT-Piss-Round zum Beispiel jetzt in diesen zwei Videos machen kann, ja. Und es ist natürlich immer so, dass ich zum Beispiel auch, ja, hier von Kommunikation rede, man sollte gute Kommunikation zum Upranken bekommen, zu einem Sieg bekommen, ja. Es kann auch sein, dass ich mal ein Game habe, wo die Kommunikation nicht gut ist und deswegen bekomme ich vielleicht einen Downlink oder sowas. Nur so als kleiner Einwand. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, wir starten jetzt mal mit der T-Pistol Round. Die T-Pistol Round ist eben genauso wie mit der CT-Pistol Round. Man startet mit $800 am Anfang. Die Chance, dass sie auf T-Seite kommt, ist genauso 50-50. In Felsen und Seher spielt man eine Knife Round davor und darf man dann eben die Seite aussuchen. Im Matchmaking ist das random. Ja, man hat auch auf T-Seiten die Chance, verschiedene Pistols zu kaufen. Die Dual Berettas, die P250, die Tech-9 oder die ZZ oder die Desert Eagle. Ebenso kann man Nades kaufen. Der einzige Unterschied ist, dass man einen Molotov anstatt die Brandgranate kaufen kann. Der Molotov kostet nur 400, die Brandgranate 600 auf CT-Seiten. Und sonst kann man genauso einen Kevlar-Weste kaufen. Zeus macht das nicht. Und ja, das ist größtenteils alles, was man in der T-Piss-Round machen kann. Wie gesagt, MM, Faceit, Isaiah, man spielt immer zu fünft. Kommunikation ist das Wichtigste. Man hat in der T-Piss-Round oder insgesamt eben auf T-Seiten für die ganz neuen Leute eben das Ziel, die Bombe down zu bekommen. Und man gewinnt die Runde, indem man entweder alle CTs abschießt, ja, indem man alle CTs eliminiert oder indem die Bombe hochgeht. Deswegen, ja, ist natürlich sozusagen der Fokus immer darauf, als erstes mal die Bombe zu bekommen, dann einen guten Afterplan zu spielen und dann das Game oder eben die Runde zuallererst mal für sich zu entscheiden. Fünf Leute sind wir auf der T-Seite ebenso und ich würde mal sagen, heute fangen wir ein bisschen anders an. Ja, ich fange jetzt gleich mal mit den Taktiken an. Ich rede zuallererst mal als Erfahrung aus meinem Team. Ja, wenn wir eine 5er-Konstellation spielen, dann spielen wir normalerweise mit einer Person, die Nades kauft. Das ist meistens eine Smoke Grenade, eine Flash und eine HE. Zum Beispiel, jetzt auf Cash ist das eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Machst du SV Cheats ein. Wir haben immer eine Person, die ist der Nades-Träger. Normalerweise nimmt man in 90% der Fälle auf Cash einen Argo in der Pistol Round. Die stellt sich hier hin, werft hier eine Smoke hin. Die smoke dann hier diese Gegend. Somit kann kein CT von zum Beispiel K abaimen. Und ja, dann fliegt noch eine Flash hinein und dann zum Beispiel noch Nade, Quad oder Y hinten rein. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man die Nades eben benutzt. Und ich würde euch immer empfehlen, eine Nade zu kaufen. Mir fällt jetzt auf, jetzt in spontaner Art und Weise eigentlich keine Map an, wo man auf T-Seiten keine Smoke oder keine Flash gebrauchen könnte von dem offiziellen Map-Pool. Das ist zum Beispiel hier auch auf Cache auch gut. Man wirft hier zum Beispiel eine CT-Smoke hin, vielleicht noch einmal den Spot. Oder auf B, das 2. Man kann zum Beispiel Door oder Window smoken. Oder auf A, man kann CT-smoken. Oder auf Mirage, man kann zum Beispiel ebenfalls CT-smoken, Jungle-smoken. Auf B-Seiten kann man Apps zum Beispiel smoken oder Short oder was auch immer. Eine CT ist zum einen mal, um auf den Spot zu kommen, zum einen mal für den Afterplant. Das heißt, wenn die Bombe gelegt ist, da die richtigen Positionen einnehmen und die Runde dann noch für sich zu entscheiden. Sehr, sehr wichtig und würde ich immer empfehlen. Ein Smoke auf jeden Fall, Flash normalerweise auch, ja. Und dann eine HE oder eine Doppelflash ist so eine Sache. Wenn ihr gute Flashes könnt, würde ich euch empfehlen, nochmal eine Flash zu kaufen auf den Afterplant. Ein Afterplant, ja, für ein Afterplant ist es immer sehr gut, eine zweite Flash zu haben oder eine HE.
wenn zum Beispiel der zehnte Spieler mit einem Kit durch die Gegend läuft, somit kein Kevlar hat, ja, dann macht das natürlich ziemlich fetten Damage. Soviel zu Nates. Ich würde euch immer empfehlen, im Fünfer-Team, wie gesagt, kommuniziert mit eurem Team, mindestens einen Nate-Boy zu haben, eine Person, die eben Nates hat. Und ja, das ist jetzt mal alles. Molotovs ist so eine Sache. Es gibt zum Beispiel gewisse Maps, da bringen Molotovs einiges, wenn ihr zum Beispiel auch gute Plans habt. Zum Beispiel gibt es auf Mirage einen Plant für Action, also für Ramp oder wie auch immer ihr es nennen wollt, dass man dann in der After-Plant-Situation zum Beispiel Molotov eben auf die Bombe werfen kann. Ebenso gibt es auf Cache zum Beispiel, wenn jetzt angenommen die Bombe hier geplantet ist, das hat man bei Nip auf Major gesehen, man legt hier die Bombe, einer stellt sich hier Garden rein und wirft dann hier einen Molotov. Ich kann mich ganz echt nicht an den Molotov erinnern. Dann fliegt der Molotov zum Beispiel hier hin auf die Bombe und die Runde ist, wenn die CTs keine Smoke haben, so gut wie gewonnen. Ja, und wenn eben wenig Zeit da ist, oder zum Beispiel auf Train, gibt es eben auch einen Plant auf B, stellt euch dann oben Heaven rein und werft dann auch noch den Molotov. Das ist, glaube ich, der berühmteste Molotov, den es eigentlich in der Pistol Round gibt. Den hat man in Pro Games 10.000 Mal schon gesehen und das ist zum Beispiel auch ein ziemlich guter Plant. Dazu kommen wir dann aber, wenn wir mal Train in dieser Videoserie genauer dran nehmen. Soviel zu den Nates. Also insgesamt würde ich euch Nates auf jeden Fall empfehlen. Eine Person auf jeden Fall Nates. Wenn ihr die Person seid mit Nates, überlegt, was bringt meinem Team das meiste, ja? Also eine Flash, Smoke, immer gut. Smokes eben, um zum Beispiel solche Punkte wie jetzt zum Beispiel Carl bei Cash abzusmoken oder CT auf Mirage oder auf Cash, ja? Flashes, um auf den Spot zu kommen, hervorragend. Auch für Afterplants, sehr gut. HEs, kann man machen, ja, muss man aber nicht machen. Ich würde euch fast schon empfehlen, wenn ihr gute Flashes könnt, ja, wenn ihr gute Pop-Flashes könnt und wenn ihr denkt, okay, wir gehen jetzt auf den Spot, ich bin der Einzige mit Nates in meinem Team, dann kann man sich auf jeden Fall zwei Flashes auch mal gönnen. Molotov ist immer so eine Sache. Wenn man eben einen Molotov kauft, kann man eben, muss man sich entscheiden, ja, will ich jetzt zwei Flashes oder will ich eine Smoke und man hat eben nicht die Chance, eine Smoke und eine Flash zu kaufen. Deswegen Molotovs, wenn ihr wirklich guten Molotov, hervorragende Molotovs könnt, wie zum Beispiel B, Heaven, auf den Spot runter, dann ja, sonst na. Also, da müsst ihr wirklich hervorragende Afterplans kennen, zum Beispiel auch den, wo ich euch vorhin gezeigt habe, dann ja, aber sonst na. Eher nicht. Dann kommen wir jetzt mal von den Nates zu den Pistols. Ja, ich rede gleich noch ein bisschen was zu den Taktiken im Team, zuallererst mal zu den Pistols. Insgesamt, die Glock ist nicht so wie die USP, sie hat nicht immer das Headshot-One-Shot-Potenzial, ja, auf CD-Seiten normalerweise in fast allen, ich habe noch nie gesehen, dass eine USP-Headshot ohne irgendwo durchzugehen kein One-Kill in der Pistol-Round gewesen war, da man eben kein Kevlar und Helm kaufen kann. Kevlar schon, Helm nicht. Auf T-Seiten ist eine andere. Es ist eine komplett andere Spielweise, weil die Glock macht auf eine gewisse Distanz, also auf Nahdistanz, One-Shot, Headshot, tot, ja, auf größere Distanz, ne, ja, kein One-Shot, Headshot, tot, ja, also wenn jetzt hier zum Beispiel ihr Onspot gerade auf Cash läuft, die Smoke liegt jetzt zum Beispiel nicht hier drüben, K, steht ein CT, ihr gebt denen den Headshot, der Typ ist nicht tot, ja, das macht dann, gut, was macht das denn? Vielleicht gute 85 Damage, aber der Typ ist nicht tot. Ja, da braucht dann eben noch diesen zweiten Schuss, die Nate oder was auch immer, wo ihm dann den finalen Schlag noch gibt. Deswegen sind Pistols auf T-Seiten um einiges besser, sag ich jetzt mal, ja. Gib mir einfach mal die Pistols durch und ich gebe meinen Senf dazu ab. Dual Berettas tut das nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Dual-Runde wirklich gut gelaufen ist. $500, viel zu teuer. Pizza 50 kann man machen. Was ich zum Beispiel auch öfters sehe, ist eine Pizza 50 und dann noch eine Smoke und eine Flash. Das kommt eben auch wieder auf diese $800. Kann man auf jeden Fall machen. Pizza 50 hat eben auch dieses One-Shot-Headshot-Potenzial. Ja, zumindest mal auf eine größere Distanz wie die Glock. Die Tech 9, auch sehr gut Waffe, sieht man auch oft in Pro Games und hat eben eine sehr hohe Feuerrate, hat 24 Schuss im Magazin. Joch, ja, denkt immer daran, wenn ihr eine abgegradete Pistol kauft, egal auf T-Seiten oder CT-Seiten in der Pistol, ihr habt keinen Kevlar. Und wenn man keinen Kevlar hat, dann kann man richtig krass von dem Aim-Punch zerstört werden. Ja, also vor allem auf niederen Elos, wo man vielleicht dieses
Ich muss mein Cross-Replacement dabei behalten. Nicht so in den Köpfen der Spieler drin ist, ja. Da schießt man auch gerne auf den Körper. Und wenn euch dann hier so ein CT vor euch steht und der schießt jetzt hier fünfmal mit USP auf euch, ihr wackelt sowas von, wenn ihr keinen Kevlar trägt. Deswegen. Okay, ja, könnt ihr machen, aber ihr geht ins Risiko, ein Gamepunch zu werden, ja. Dann, also Tech 9, auf jeden Fall gut in der Pistol Round. Die CZ sehe ich sehr wenig, kann ich euch auch nicht so, so viel dazu sagen. Also, wenn du ein guter CZ-Spieler bist, okay, aber die CZ hat 24 Schuss, ja, insgesamt in der Waffe. Und sie feuert sehr schnell, man muss sehr gute Kontrolle haben. Und wenn ihr ein sehr guter Pistol-Player seid, dann würde ich euch eher empfehlen, kauft die PZ50 oder behaltet einfach die Glock. Ja, ich spiele auch Glock eigentlich fast jede Pistol-Round. Ich will damit nicht sagen, dass ich ein guter Pistol-Player bin, sondern ja, die Waffe kostet 500, könnt ihr vielleicht noch eine Smoke kaufen. Kauft vielleicht eher einen Kevlar, wenn ihr ein guter Pistol-Player seid. Und ja, CZ ist immer so eine Sache. Da muss man wirklich die volle Kontrolle haben. Die Deagle, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben schon bestimmt jeder von uns fünfmal gesehen, wie ein Nico oder ein Simple in der Pistole die Deagle reinkauft und dann 3-4 One-Clicks gibt. Ich persönlich rate euch ab, eine Deagle in der Pistole zu kaufen, weil diese Spieler, ja, und man sieht es eben nur von diesen Top-Spielern, von diesen Top-Aimern, ja, von welchen Spielern sieht man es denn? Von Nico, ja, einer der besten Spieler. Simple, einer der besten Spieler. Kierbei, auch ein sehr guter Spieler, ja, und das sind Spieler, die haben Aim des Todes, die wirklich CSGO seit Ewigkeiten spielen, die das Game sowas von verstanden haben. Und diese Spieler können auch diese One-Clicks machen. Die Frage ist, könnt ihr auch solche One-Clicks machen? Und ich persönlich kann das auch sagen, ich habe 2000 Stunden in CSGO. Ich würde mir niemals, wenn ich seriös spiele, eine Deagle in der Pistole kaufen, weil ich dazu einfach nicht zu selbstsicher bin mit der Deagle und ich einfach sagen muss, komm, ich kaufe mir davon lieber eine Glock und einen Kevlar. Oder vielleicht sogar eine Tech 9, aber ich kaufe mir nicht diese Deagle, weil die Deagle ist immer so ein Ding. Ja, ich persönlich würde euch, wenn ihr kein absolut kranker Pistol Player seid oder ihr jetzt nicht 5 Stunden lang mit der Deagle täglich trainiert, dann lasst es lieber, kauft lieber eine schöne andere Waffe. Und ja, das soll jetzt auch mein Senf zu der Pistol sein. Auf CT-Seite bin ich überhaupt gar nicht auf die Pistol groß eingegangen. Also, wenn schon, denn schon, Pistol 50 würde ich euch empfehlen, Tech 9, okay, ja, das sind, ich sage jetzt mal, Pistols, mit denen man auch was anfangen kann. Zum Beispiel die Tech 9 und die Smoke. Zum Beispiel sehr gut, ja. Aber ihr habt keinen Kevlar. Und dazu kommen wir jetzt schon in dem nächsten Teil dieses Videos, nämlich die Taktiken. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, macht jetzt sozusagen noch mehr Sinn, weil ihr seid 5 Leute im Team. Sagen wir, einer ist jetzt dieser Nate Boy, der jetzt eine Smoke, eine Flash und eine HE gekauft hat. Und dann kauft noch 3 Leute. Ne, 2 Leute kaufen noch Kevlar und behalten die Glock, weil die Glock mit Kevlar meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl ist, ja. Ihr habt einen Kevlar, ihr bekommt keinen Aimpunch. Und dann der zweite Spieler, also der zweite Spieler neben dem Nate Boy, ja, und der letzte Spieler sozusagen, der noch nicht gekauft hat, der kauft folgendes. Eine Pizza 51 zum Beispiel oder eine Tech 9. Und dann zum Beispiel eine Smoke bei der Tech 9 und eine Smoke und eine Flash bei der Pizza 150. Ja, aber mit dieser Tech 9, nee, er spielt da nicht mit dieser Tech 9, ja, sondern er macht das hier. Er droppt die Tech 9 zu einem Spieler und hier steht zum Beispiel ein Typ mit Kevlar und der Glock. Er wirft ihm die Glock zu und wir haben jetzt einen sozusagen einen Raid-Boss. Sehr, sehr bekannte Spielweise. Raid-Boss, Tank oder wie auch immer man es nennen will. Sehr bekannte Spielweise, auch aus sehr vielen Programs haben wir das schon gesehen, vor allem damals, als die Tech 9 noch sehr OP war, war damals Out of Meister, ja, der beste Tech 9 Spieler und sie haben, also Fnatic, jedes Mal diese Taktik fast angewandt in Pistol Runs, weil eine Tech 9 und mit Kevlar kein Aim Punch, du kannst mit diesem Ding wirklich die Sau rauslassen, ja, also bei allem was gut ist, zum Beispiel hier, CT ist gesmoked, ja, und du kannst mit der Tech 9 Onspot gehen. Und du kannst als erstes draufrennen, du kannst hier spammen wie nochmal was, du kannst die CTs wirklich, wirklich richtig eine richtige, ich suche gerade das richtige Wort, ohne jetzt zu stark zu werden, du kannst die CTs richtig zerstören, okay, ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Swear, ja, du kannst die CTs
wirklich zerstören. Du kannst sie wirklich richtig krank ficken, wenn du wirklich on-spot rennst und. Ja, und jetzt kann ich auch sagen, jetzt kannst du mit der Pistole schön sprayen. Das, ja, das benötigt natürlich aber auch einiges an Vertrauen von deinem Mate, ja, weil er war so damals, so in den Anfangs. Tagen und Wochen und Monaten von unserem Team, da habe ich damals auch gesagt, komm, wir machen mal einen Raid-Boss in der Pistol Round. Marcy, drop mir mal eine Tech 9. Da heißt, nee, ich drop dir keine Tech 9, weil du nicht gut genug bist mit der Pistol, ja. Deswegen droppt dem besten Aimer in eurem Team vielleicht so eine Tech 9, ja, und seid da nicht egoistisch. Denkt wirklich, was kann ich persönlich beitragen, um die Runde zu gewinnen? Und selbst wenn es nur dieser Tech-9-Drop ist, dass euer bester Spieler sozusagen so ein Raid-Boss ist, das wirklich die zerstören kann, und ihr werft dann zum Beispiel einfach noch diese Smoke hier, ja? Mehr müsst ihr nicht machen in der Round, ja? Es kann sein, dass denn hier CT gesmoked ist, eure Mates kommen alle on-spot hin, ja? Die CTs haben keine Chance, hier zum Beispiel einen zu holen, und euer aimstarkster Spieler macht hier drei Frags mit der Tech-9. Ihr persönlich habt euren Job getan in der Pistol Round, weil ihr sozusagen die Supporter-Rolle gemacht habt. Ja, und dieses Pistol-Droppen an sich sollte auch der schlechteste Spieler, oder, ja, das schwächste Spieler ist halt immer so ein böses Wort, es hat immer so einen bösen Beigeschmack, aber der aim-schwächste Spieler sollte dann vielleicht so eine Pistole legen, ist zum Beispiel nur ein Gedankenstoß, das kann man aber auch mit der Pizza 50 zum Beispiel machen, oder ihr spielt eben wirklich den Glock-Drain mit einem Nate-Boy, ja, also wirklich eine Person kauft die Nates rein und der Rest kauft Kevlar mit Glocks. Eine sehr gute Wahl, einfach insgesamt, meiner Meinung nach. Und ja, was kann ich denn noch so insgesamt sagen? Auf die Pistol-Spielweise selber möchte ich echt gar nicht so eingehen, ja, weil es geht jetzt hier eher um Taktiken, sozusagen kleine Gedankenstöße. Pistol-Spiele selber wird wahrscheinlich das vierte Video, weil ich als erstes so ein Call-Video machen werde, wie die Begriffe eben sind. Und dann will ich danach noch, wie wird mein besserer Pistol-Spieler oder sowas eben machen, dass eben das Thema Pistol Round zuallererst mal abgehakt ist. Wie gesagt, überlegt immer, ja, das soll immer so ein CSGO sein, was ist meine Aufgabe und wie bringe ich meinem Team den größten Nutzen. Und Leute, es ist nicht böse gemeint, wenn jetzt einer wirklich sagt, yo, Spiele XY. Oder, yo, Mate, drop mir bitte mal eine Tech-9, ja, und kauf dir eine Smoke. Das sollte auch immer der IGL, der Ingame Leader, dazu kommen wir aber viel später in der Serie auch mal, einfach mal sagen, yo, Mate, kannst du mir eine Tech-9 leben? Und du kaufst so eine Smoke, du smokest CT und dann geht das drauf. Und seid in solchen Sachen wirklich nicht eigensinnig. CSGO ist ein Taktik-Shooter, CSGO ist ein teambasierendes Spiel. Redet mit euren Mates und geht auch selber Kompromisse ein, ja? Und ich weiß, es ist nicht gut fürs Selbstvertrauen und alles, aber sagt einfach mal, okay, der Typ ist besser wie ich. Ich bin vielleicht noch nicht so weit. Ich bin vielleicht noch aim-schwach. Heute droppe ich ihm eine Tech-9, ja, und dafür gehe ich vielleicht auf den Pistol-Server, trainiere selber mein Aim und lasse mir dann irgendwann eine Tech-9 legen, ja. Aber ich droppe meinem Mate zum Beispiel die Pistol, ja, und gewinne somit vielleicht mitunter die Runde, ja. Gut. Jetzt lassen wir alles nochmal Revue passieren lassen, sozusagen ein kleines Fazit. Man sollte immer im Team einen Nate-Boy haben, eine Person mit Granaten, normalerweise Smoke auf jeden Fall und normalerweise dann zwei Flashes oder eine AE-Molotov, wenn ihr gute Molotovs kennt, wie zum Beispiel auf Train, Heaven, auf Onspot, gut, sonst ne, lieber nicht. Das sollte man immer im Team haben, dann upgradete Nates, wenn dann Pizza 50 eher Tech 9. Man hat eben mit diesen Pistols einen Vorteil gegenüber der Glock. Ja, deswegen kann man diese kaufen. Man, doch muss man immer im Hinterkopf haben, man kann sich keinen Kevlar kaufen. Kevlar steht dafür, dass man keinen Aim-Punch bekommt, was sonst auch ziemlich ekelhaft sein kann. Kommentiert mit eurem Team, macht vielleicht Raid-Bosse oder Tanks, ja. Zum Beispiel Tech 9 legen, Pizza 50 legen, einen mit Kevlar. Dafür kauft man selber noch Nades. Muss man nicht machen, ist aber ein kleiner Gedankenstoß. Und sonst kauft Kevlar mit Glock. Eigentlich eine sehr gute Art und Weise, wirklich zu spielen, wenn man auch ein bisschen was mit der Glock drauf hat. Dazu aber später mal in dem Video was dazu. Dann kann man da auf jeden Fall einiges machen. Ich glaube auch so die meistgespielteste Kombination ist wirklich Kevlar mit Glock. Man hat keinen Aim-Punch und mit der Glock kann man immer noch einigermaßen was hinbekommen. Das war's mit dem heutigen Video. Und ja, ich würde sagen, das war's, ja. Wie gesagt, ihr müsst immer im Hintergrund behalten. Es ist schwer, sein Wissen
in Videoform zu packen. Es ist für mich persönlich zwar enorm viel Spaß, dieses Video auch, zu machen. Ja, ist eine meiner Lieblingsserien, muss ich wirklich sagen, weil hier kann ich auch wirklich mal sozusagen zeigen, was ich drauf habe im Kopf eben. Und das Ganze jetzt eben einer anderen Person zu erklären, ist sehr, sehr schwer. Und ich verhaspel mich vielleicht auch mal, aber ich will so ein Video nicht jumpcutten, ich will so ein Video nicht schneiden oder nicht groß schneiden, nicht weil mir die Zeit dazu viel zu gut ist, sondern weil ja, das Ganze eben ein Tutorial sozusagen sein sollte und das will ich auch nicht haben. Wie gesagt, ja, ihr könnt gerne Kritik in die Kommentare schreiben, wenn ich was falsch gesagt habe und sowas, schreibt es auf jeden Fall auch. Da würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Ciao.